Es war bisher eine lange Woche im Schwabenland und alles begann am Sonntag mit dem desaströsen 0:3 in Düsseldorf. Die Folge, Trainer Markus Weinzierl bleibt im Amt, zumindest noch gegen Leipzig, ohne Wenn und Aber, hörte man noch von Sportvorstand Michael Reschke, der am Dienstag dann selbst die Koffer packen musste. Ja, langweilig war es nicht. Ist klar, dass wir äußerst unzufrieden sind mit dem Düsseldorf-Spiel, dass dann viele Gespräche stattgefunden haben und wir jetzt in der Konstellation uns zielgerichtet auf Leipzig vorbereiten. Diese Konstellation heißt mit Trainer Weinzierl und mit Neusportvorstand Thomas Hitzlsperger. Klar bekennen wollte der sich zum aktuellen VfB-Übungsleiter nicht, anders als sein Vorgänger. Ein Grund mehr zur Sorge? Gar nicht, weil es mich nichts bringt oder mir nichts bringt, uns nichts bringt, wenn wir das bewerten. Sondern ich habe die letzten Monate, ich glaube, es geht jedem Trainer so, dass du die Situation eben dir anschauen musst und Lösungen finden musst und Entscheidungen treffen musst. Und als Trainer lebst du von Spiel zu Spiel, von Tag zu Tag und musst schauen, wer ist fit, wer ist verletzt, welcher Sportdirektor ist da, wie ist die Konstellation, wie ist die Stimmung. Als Trainer musst du deine Ziele erreichen, das ist klar. Dass ich da nicht zufrieden bin aktuell, ist auch klar. Weil der VfB auf Rang 16 steht, nur einen Punkt aus den letzten 6 Ligaspielen geholt hat und bedrohlich nah an einem direkten Abstiegsplatz ist. Dass die Situation generell schwierig ist aktuell, das ist doch außer Frage, weil wir alle unzufrieden sind, weil der VfB Traditionsverein ist, der nicht in den Tabellenkeller gehört. Und deswegen ist klar, dass wir da uns häufig unterhalten haben, aber alles in einem gewissen Rahmen, der okay war. Aber nochmal, es hat da jeder seine eigenen Vorstellungen. Konsens wird sein, dass ein Sieg am Wochenende zum einen ein klein wenig Luft im Kampf um den Klassenerhalt schaffen würde und auch für Trainer Weinzierls Zukunft in Stuttgart bedeutsam sein könnte. Das Problem, RB Leipzig kommt nach Stuttgart. Dabei war es doch schon eine so lange Woche im Schwabenland.